Tilted Dani, grüß dich. Welcome to the stream, man. Okay. Okay, haben die das Intro verändert? Darkrai und Shaymin, die da rumrennen. Ja, es gibt Gen 5 Pokémon, glaube ich. Einschließlich Gen 5 Pokémon. Und auch Gen 4 Pokémon, selbstverständlich, ja. Okay, das haben die nicht verändert. Ach doch, das war ein neuer Trainer. Das war ein neuer Trainer-Icon. Okay. So, ich weiß gar nicht. Wir spielen, glaube ich, auf doppelter Geschwindigkeit durchweg. Das ist, glaube ich, am interessantesten. Wir sehen hier Dialga, Palkia und Arceus. Alright. Speeden, ja, nicht konstant speeden, aber zwischendurch auf jeden Fall, ja. Hauptsache kein Feuerkampf. Nee, Feuerkampf brauchen wir alle nicht. Was sag ich mit dem Ingame-Sound? Okay, Moment. Zack, was nehmen wir als Frame-Type? Als Frame-Type nehmen wir einfach mal das hier und ja, das sollte schon passen. Okay. Das Ingame-Sound ist so okay, oder? Ingame-Sound sollte so passen, glaube ich. Nicht zu laut, nicht zu leise. Oh, weiblicher Professor. Finde ich ja immer gut. Hey, Lichtgestalt. Welcome to the world of Pokémon. My name is Jasmine. Okay, Jasmine. But people call me Professor. Oh, und da sehen wir gleich Gen 5 Pokémon. Okay, sehr, 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 sehr geil. Okay. Snivy. Ich weiß gar nicht, was die Starter-Pokémon hier sind. Und hey, Lolidole. Willkommen zum Stream. Okay. Das Spiel hat eine komplett eigene Story. Das Spiel hat neue Protagonisten, die ein bisschen Lidl-mäßig aussehen. Ach, die sehen hart nach Lidl aus, okay. Wir nehmen den Boy. Hey, King Killer G1, willkommen zum Stream. Landon, Terry, Seth, Tom. Ja, die sahen schon heavy nach Lidl aus, muss ich einfach mal gestehen. Okay, das war schon richtig heavy. Lidl. Lidl-Kassierer, die sehen richtig nach Lidl aus, Mann. Was sind das eigentlich für Sprünge manchmal? Warum sieht das so absolut kacke aus? Okay, was ist das? Wir starten das Spiel. Hey, Tay, grüß dich, willkommen zum Stream. Where is this place? Sounds like a dream or some kind of messed up world. Okay, Dialga, Palkia sehe ich da, glaube ich, schon mal rumstehen. Okay, Dialga, Palkia, Arceus, Giratina. Muss mal lauter, Mann. Was sag ich mit dem Teilset da oben links passiert? Seht ihr das? Dieses Teilset oben links über Palkia? Oh, da hat jemand aber einen kleinen Fehler eingebaut. Okay. Das Intro ist schon komplett am Eskalieren. Ja, ich sehe schon. Okay, was machen die? Die bangen Arceus. Arceus denkt sich aber so nicht mit mir, Habibi. Okay, irgendein Erdbeben, was passiert? Raudon und Kyogre oder was war das? Nee, warte mal, bei den Pokémon-Rufen gibt es immer Probleme. Die kann man, glaube ich, nicht so ganz gut editieren. Deswegen haben die, glaube ich, auch einfach die von Raudon, Kyogre und Rayquaza genommen. This is very strange. I've got to be having a nightmare. Okay. Anscheinend hatte der Protagonist einen Albtraum, denkt er zumindest. Okay. So, hier die neueste Technologie, Leute. It's a Nintendo GameCube. Ja, Switch kennen wir hier in dem Spiel noch nicht. Keine 5 Minuten gespielt und schon am Kritisieren. Ey, warte mal. Ich habe nichts kritisiert. Ich habe nur diesen einen Teilset kritisiert, okay? Sonst habe ich gesagt, das ist nicht schlecht, okay? Ich habe nur den Teilset kritisiert, okay? So, wie spät haben wir? 18:34. Yes. Yeah, Urami! Dankeschön für 5 Monate der Treue. Willkommen zurück, mein Boy. 18:35. Never mind. So. Kritik, bang. Ich bin Kritiker, okay? Okay, aber ich halte das immer schön neutral. Man muss positive Sachen hervorheben und negative. Ich bin ganz nebenbei auch schon gespannt, was es als Starter-Pokémon gibt, okay? Okay, wer ist das? Hello, friend. Is this Reggie's house? Yes, that's me. Good. Professor Jasmine asked me to come get you because she urgently needs your help in Central City. Central City. Guter Name. I'm Kaori. Yes, the current champion of the Zeri League. Zeri. Okay, die Region heißt Zeri. Okay? Zeri League. Ein close friend. Okay. Very interesting. Let's get there. Alter, die Schrift ist super kacke. Also, ich komme echt nicht auf diese Schrift klar. Kann man die Schriftart ändern? Salamence will take us there right now. Oh, der hat einen Brutalander. Das ist brutal. Ey, das sieht geil aus. Herr Regi, schönes Video heute. Gerne mehr davon. Ikito, sehr, sehr gerne. Ja, kommt sofort. That is very interesting.
Central City, Full Metal Alchemist Reference. Everyone on this planet would be in danger. I'll be careful, Professor. Hi, I'm the current world champion of the Pokemon League, and Kaori is the champion of Zeri, okay? I already know who you and Kaori are. I've seen you on TV all my life. Okay, Reggie, I called you here to decipher these ancient inscriptions written in the Alpha language. Das ist halt ein Synonym für Regi-Sprache, weil Regi so Alpha ist. Okay, schauen wir weiter. Well, these inscriptions talk about the creation of the universe. It was made by Arceus, who created the other Pokemon along with the rest of existence. But it seems that the balance of his power will gradually be broken and the world will pass through times. Punkt, 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 denke ich mir gerade auch. It really is important scripture. Yes. That must be, okay. Hoch Risa, Kryptogladi, Akamasi. Dankeschön für den Support, Mann. 34 Monate. Die 3 Jahre machen wir auch noch voll. Evil Forces. Okay, Professor, I will destroy this old document now. Der hat sogar einen Empoleon, der Champion. Alter, der hat ja ein richtig krasses Team. Empoleon benutzt Regentanz und macht das Ding kaputt. Aber Regentanz macht doch keinen Damage. Good job. Now I have to deal with the Zeri League's issues. Ash and Reg. Okay, Leute, er sollte den Stein kaputt machen und hat eigentlich nur Regentanz benutzt, um dieses Loch. Wait, what? Was ist da gerade passiert? Hat er den Stein kaputt gemacht und dann Regentanz benutzt oder hat er mit Regentanz den Stein kaputt gemacht? Egal. Ich will wissen, was es für Starter-Pokémon gibt, okay? Das ist das, was auf jeden Fall interessant ist, okay? Well, my professor, I was waiting for those two strong trainers to get away so I could force you to give me the secrets of the universe creation. Prepare to face the fury of Team Steam? Steam? Huh? Der Anbieter? Prepare to face the fury of Team Steam, go Pochiena. Okay. Hey, Rigi, take the Pokeball on my back and use it to fight Team Steam. Team Steam. Okay, was sind die Starter-Pokémon? Bisasam? Oh, Glumanda, Shigi. Ja, ist relativ monoton. Aber ich muss gestehen, da ich in der Regel jetzt Shigi nehmen würde, nehmen wir Glumanda. Okay, wir nehmen Glumanda. Okay. Gaben ist der Boss. I call it Gaben. Ernsthaft? Wow, Light Platinum. Geht's auch Chat und dir, Vater? Mir geht's super, Akani. Danke der Nachfrage. Schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Okay. Er hat Hydro-Pumpe benutzt und dann Regentanz eingesetzt. Ach so, er hat Hydro-Pump benutzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ayo, Nuzlocke? Nee, keine Nuzlocke, Kirala. Und willkommen zum Stream. Was sollen wir nehmen, Leute? Habt ihr irgendeinen Wunsch? Irgendeinen Wunsch? Wollen wir wirklich Shigi nehmen? Oder wollen wir Glumanda nehmen? Ich muss gestehen, auf Bisasam habe ich gar keine Lust, weil Bisasam halt nicht geil ist. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen Glumanda, aber wenn ihr irgendwas anderes nehmen wollt, dann können wir auch was anderes nehmen. Shigi? Okay, Leute, wir machen das sehr, sehr selten, aber wir benutzen jetzt einfach mal eine kleine Umfrage. Straw Poll Time. Kann man das mittlerweile nicht sogar irgendwie direkt in Twitch machen mit dem Straw Poll? Ich weiß es gar nicht. Type your question here. Glumanda oder Shigi? Yo, Annie, guten Hunger, ja? Na, okay. Ach, Backofen-Pommes hat das sogar schon gemacht. Okay, never mind. Okay, Leute, Backofen-Pommes hat es gemacht. Strawpoll ist auf. Bisasam, Glumanda, Shigi. Okay, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer für Bisasam votet, das ist eine tote Stimme. Das juckt mich nicht die Bohne. Weil ich werde nicht Shigi nehmen. Bisasam nehmen, okay? Shigi, 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 Glumanda. Sucht euch aus, Leute, ja? Mir ist das total egal. Hauptsache, wir nehmen nicht Bisasam. Fuck, ich hab's weggeklickt. RIP. Bisasam. Warum Bisasam, Leute? Warum wollt ihr, dass ich Bisasam nehme? Wegen dem Text müsstest du in den Emulator-Settings einstellen können. Ah, ist okay. Ich komme schon damit zurecht. Ich muss mich wahrscheinlich einfach nur dran gewöhnen. Mein Vote ist weg. Bin auf das X gekommen. Warum bist du auf das X gekommen? So. Schauen wir mal auf die Live-Results. Oh, Glumanda ist ganz weit vorne. Wer hätte das gedacht?
Wer hätte gedacht, dass Glumanda ganz weit vorne ist? Also ich ja nicht. Wieso sollen wir bisasamt werden? Nee, das sollt ihr nicht. Alter, Bisasam hat mehr Votes als Shiggy. Bisasam hat mehr Votes als Shiggy. Das ist nicht wahr. Warum hat Bisasam mehr Votes als Shiggy? Liebe Bisasam-Leute, hättet ihr eure Stimme Shiggy gegeben, ja, da wäre Shiggy jetzt erster. Aber ich will euch nicht beeinflussen oder so. Feels bad. Gag-Community, vote Bisasam. Krass, Shiggy hat die wenigsten Votes. Okay, sieht so aus, als ob wir Shiggy nehmen, Glumanda nehmen, Leute. Es sei denn, ihr habt euch irgendwie anders entschieden. Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Alter! Etzel, danke für deinen Sub. Willkommen im Pioneer Club. Viel Spaß mit den Emotes. Bring me back to the railroad track. Boring. Und Teaser for you. Auch an dich. Vielen lieben Dank für den Support. Ja. Digga, das ist Scam. Ich konnte keine Nachricht eingeben. Das war ja auch kein Resub, sondern ein neuer Sub, du Lelek. Okay? Aber Teaser für ihr und Etzel, danke für den Support. Regi Hype, Regi Sub in the Chat, Leute. Ja, vielen lieben Dank für den Support. Wir alle vergessen, dass wir in Gen 3 Mechanics spielen und damals war Bisasam aufgrund des Movepools für Storyverläufe nicht geeignet. Das kann sogar sein. Bring me back to the railroad track. Okay, wir nehmen Glumanda, Leute. Run along with Captain Jack. Pasukuru, wunderschönen guten Abend auch an dich, mein Freund, ja? Und Teufelsdämon, dankeschön für deinen Support. Vielen lieben Dank. Alter, wir haben ein weibliches Glumanda. Das ist ja mal super süß. 1 zu 8 Chance. Aber die HP-DVs sind auch super, super scheiße. Final Fox, moin, moin. Willkommen zum Stream. Leute, auch nochmal einen kräftigen Regi-Sub, Regi-Hype für Teufelsdämon in den Chat. Vielen lieben Dank. Okay, wir haben ein weibliches Glumanda. Ich glaube, das ist ein Zeichen von oben. Okay, Team Steam heißen die bösen Gegner. Das sind die Leute, die uns die Summer Sales andrehen wollen. Und ja, was bekomme ich jetzt? Mein Glumanda? Ah ja, wir wollen Glumanda einen Spitznamen geben. Oh nein, ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Scheiße, Reset ist auch keine Option. Ach, nevermind. Wenn ich jetzt jeden Monat einen 10er donate, dann gibt es in 8 Jahren Bloody Platin 3. Richtig, Kira. Richtig, richtig. Habe ich dir im Call gesagt. Mann, ich habe mich verklickt. Ich kam nicht auf X, sondern auf Y. Und damit meine ich nicht die Pokémon-Spiele. Guter Witz, ich weiß. Okay. Yes, I've dreamed, bla bla. Central City lies, Muffin in Lake, Professor Oak is at the lake, and I urgently need to speak with him. Okay, dann wollen wir doch mal dahin. Gucken wir uns doch mal unser Glumanda an. Jolly Nature. Jolly Nature, Leute, ja? Das ist sogar gut. Ne, eigentlich ist es super scheiße. Aber hey, kann ja nur besser werden. Es kann ja nur besser werden. Es hat ein frohes Wesen. Minus Spezialangriff plus Speed. Was haben wir hier? This Pokéball seems to have a Pokémon inside. Do you want to take Elekid? LOL? Kann ich jetzt einfach ein Elekid bekommen? Wie findest du jetzt eigentlich das neue Pokémon? Ich finde es richtig geil. Wirklich. Ich freue mich schon sehr auf die Spiele. Ich finde die Namen halt gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Habe ich jetzt ein Elekid bekommen? Ajo! Ich habe ein Elekid bekommen. Cool. Aber ich kann dem Elekid keinen Spitznamen geben. Ja, das ist natürlich ziemlich scheiße. Steal it. My now. Ich habe Light Platinum einmal ausprobiert. Ich habe es einmal ausprobiert, Light Platinum. Wisst ihr, wie das war? Ich glaube, ich habe Shiggy genommen und dann habe ich, glaube ich, Cursilla bekommen. Ich glaube, man bekommt hier die Baby-Pokémon. Cursilla, Magby und Elekid. Kann das sein? Je nachdem, was man nimmt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das war so. Einfach das Elekid gejoinkt. Ja, das gehört halt mir. Was willst du eigentlich? My now, Tryhard 7. Der Oak ist auch überall. Ja, ich meine, der ist ein renommierter Pokémon-Professor, okay? Was soll der arme Mann denn machen? Aber wir haben jetzt ein Elekid, das ist natürlich ganz cool. Hallo? Okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe so lange keinen Pokémon auf dem Emulator gespielt. Was ist hier los? Max Potion! Ja, den brauche ich auf jeden Fall. Mit meinen 20 HP, die ich auf meinem Pokémon habe. Donnerstein? Was? Matsugatsuro!
Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Giratina Beast, Dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei uns im Pirate Club. Und danke für die Unterstützung, ja? Machen wir eine kleine Hypewelle in den Chat, Leute. Ich habe das Elekid erst, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, bemerkt. Ja, RIP, das kommt davon, wenn man nicht überall nachschaut. Arceus is a legendary Pokémon that can change its type to anything. Ja. Da hat jemand die Videos von Regibang geguckt. Ist das Spiel sperr? Das weiß ich gar nicht, Aura. Und Big Toaster, bald ist das Jahr voll. Yo, freut mich. Danke für deinen Resub, Mann. Willkommen zurück. Okay, ich glaube, wir müssen hier nach oben. Route 401. Gibt es hier schon einen Trainer? Pidiza. Okay. Vielleicht sollten wir ein bisschen trainieren. Ja, trainieren sollte, oder Training sollte, glaube ich, generell nicht schaden. Das Spiel war mein erstes ROM-Game, das ich gespielt habe. Und ich habe es kein einziges Mal richtig gespielt. Ich habe es einmal ausprobiert, aber ich habe es nie wirklich vernünftig gespielt. Bidoof. Hast du schon Balls? Leider nicht. Wobei, eigentlich schon. Aber die kann ich leider nicht zum Fangen von Pokémon benutzen. Geht, glaube ich, zumindest nicht zu der... Ja, also das Spiel sollte nicht super easy sein, okay? Das ist ein Gen 3 Hack. Die haben es in der Regel halt... Die machen es einem in der Regel nie ganz so einfach. Und hallo Moonlight, willkommen zum Stream. Okay, ich glaube, ich switch mal auf Elekid. Bei Hacks habe ich nur Flora Sky mal angespielt. Es gibt sehr, sehr viele gute Hacks. Es gibt auch sehr, sehr viele schlechte, aber ich habe bei Light Platinum immer nur Gutes gehört. Ich habe es nur leider nie selber gespielt. Ich habe viele gehabt, die es gespielt haben. Ich kenne viele, die es gespielt haben und empfohlen haben, aber ich habe es wirklich nie selber gespielt. Falls die Schrift immer noch stört, vielleicht kannst du das Font in den Optionen zu Gen 3 ändern. In welchen Optionen? In den Chat-Optionen? Hallo? Kann ich ja meine Pokémon heilen? Liquid Crystal war auch sehr geil. Ging Liquid Crystal eigentlich mittlerweile weiter, seitdem ich das Let's Played habe, oder eher nicht so? Oh shit, ich kann meine Pokémon nicht heilen. Was ist das denn für ein Scheiß? Wo kann ich denn meine Pokémon hier heilen? Menü und Optionen ähnlich wie bei Flora Sky vielleicht. Sieht nicht so aus. Jemand meinte, ich muss das in den Menü ändern. Aber ja. Max Potion, ja. Hier kommt der Max Potion ins Spiel. Bug Pokémon will always be strong. I'll show you. Gleich ins Bett legen, um zu heilen. Geht das? Alter, ich werde sterben. Was ist das denn? Ich muss jetzt meinen Top-Trank benutzen. Okay, auf geht's. Ja, ich spiele es auf normalen Wege durch, Mr. Noise. Weil ich das Spiel noch nie gespielt habe, tatsächlich. Und solche Spiele will ich in der Regel immer genießen. Und bevor ich dann irgendwie eine Nuzlocke oder so starte und mir das Spielerlebnis kaputt mache, spielen wir das einfach das erste Mal durch. Aber ich werde trotzdem versuchen, mir das so schwer wie möglich zu machen. Sprich, nicht overleveln, ja, nicht irgendwie... Was weiß ich, was zu machen. Okay, aber ich werde es versuchen, mir so schwer wie möglich zu machen. Und ich hätte mich ja... Ich mag es ja, wenn ich mir Herausforderungen setze, ne? Du kannst im Labor heilen. Ich habe versucht, mich im Labor zu heilen. Das ging irgendwie nicht. Muss ich da mit jemandem reden? Dann sollte ich das vielleicht mal machen. Keine Spitznamen. Ja, ich habe es bei Charmander verkackt. Metal, ja, willkommen zum Stream. Und ja, bei anderen Pokémon... Naja. We don't talk about this. Nickname verklickt, lol. Ja, ja, ja. Direkt 6 Pokémon trainieren zum Nicht-Überleveln. Ah, viel. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich merke so langsam auch hier schon wieder das Problem bei solchen ROM-Hacks. Wenn man halt leider, leider, leider in solchen Situationen neue Pokémon einfügt, muss man halt andere Pokémon rausnehmen in der Regel. Und die haben dann sehr, sehr hohe XP-Multiplier. Das heißt, überleveln könnte hier ein Problem werden. So, wo kann ich denn jetzt hier heilen? Habt ihr mich jetzt gebaitet oder kann ich mich hier wirklich heilen? Okay, Leute, ihr habt mich gebaitet. Ich kann hier nicht heilen. Ich bin schon seit Anfang an dabei, aber ich war gerade weg. Also warst du nicht von Anfang an dabei. PPG. Okay, Potion. Ja, so langsam wird das was. Vielleicht sollte ich Elekid mal so langsam trainieren. Mit der guten alten Reinwechsel-Rauswechsel-Methode. Ey, Kaichi Kai, grüß dich. Ich glaube, du musst in die erste Stadt zum Heilen. Ich merke das so langsam, ja. Selbst die Mutter will mich nicht heilen. Was ist das denn? Ich habe sogar extra dafür, glaube ich, eine Mumu-Milch.
Kuhmuhmilch, Verzeihung, nicht Muhmilch, das ist was anderes. Auf meinem Starter gehabt, ne? Glaube ich. Pidgey. Okay. Rabenmutter. Wonka TOS. Ja. Mein Gott. Das passiert mir öfter. Wonka TOS. Forehead. Ganz okay. Und selbst? Alright. Wir machen, wie gesagt, die ganze Reihenwechsel-Raus-Wechsel-Methode. Klappt am besten, um seinen Pokémon zu leveln. Route 1, zweiter Trainer für Pokémon. Ja, man kennt's. Also das Spiel scheint es nicht wirklich den Spielern einfach zu machen. Was ich gut finde. Ich mag es, wenn Spiele herausfordernd sind. Ist das gespeedet? Das ist gespeedet. Doppelter Speed als Standardprozedere sollte, glaube ich, passen. Muhmilch. Ich habe so einen Feierabend, muss gut gehen. Ah, perfekt. Hast du Wochenende? Oder wie schaut's aus? Alter, Elekid ist nicht Dance Game. Elekid ist super, super nice. Elekid war das erste Pokémon-Plüschi, was ich hatte. Okay? Moin, Regi. Ich bin gerade bei einer Freundin. Übel langweilig. Was kann ich tun? Ich würde sagen, wie wär's, wenn du mit deiner Freundin was unternimmst? Hä? Du nicht, Gentleman. Handy weg und mach was mit deiner Freundin, ja? Wenn die Entwickler Liquid Crystal endlich mal finalisieren würden, yes, wäre das super. Würdest du einen neuen Run machen? Vielleicht on Stream, ja? Warum denn nicht? 16 Monate und immer noch kein Nacktwresteln. Luke, wie gesagt, wir holen das, jetzt wo wir die Erlaubnis von Waifu haben, auf der Gamescom nach, okay? Und Dankeschön für deinen Resub. Willkommen zurück. Okay, ich sollte vielleicht mal mein Pokémon erhalten. Ja, ich sollte vielleicht mal Charmander erhalten. Und falls Elekid mal schlecht geht, einfach in die Steckdose rein. Trick 17 klappt immer. Sabri, schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch, Raider, ja? Hast du schon alles vorbereitet für morgen? Boah, ich muss noch meine ganzen Runen ab. Ich habe irgendwie noch 300 Runen, die ich jetzt durchgehen muss. Also das wird morgen richtig, richtig, richtig Monka ist. Und Gen 8 Hype? Gen 8 richtig, richtig im Hype. Nice, ich habe mir insgeheim immer Light Platinum von dir gewünscht. Das haben sich so einige gewünscht. Das haben sich wirklich viele Leute gewünscht. Und ich werde Light Platinum auch auf YouTube hochladen, okay? Ich ziehe mir die Streams dann, oder ich lade mir die Streams runter. Und ich werde die dann ein bisschen editieren, cutten. Und dann werde ich die auch nochmal auf YouTube dann hochladen. In einzelnen Parts dann, ja? Aber so stelle ich mir das dann vor. Weil viele sich halt Light Platinum auch auf YouTube gewünscht haben. Okay, das ist geklippt. Oh, shit. Oh shit, kann jemand bitte den Clip, beziehungsweise Luke ausfindig machen? Total, ich crafte heute noch 112 Runen. Oh, Jesus. Ich habe auch noch 699 Runen jetzt und ich muss auch noch aussortieren und ich muss Runen ab. Also das wird noch ein langer Abend. Nach dem Stream. Vierte Fullpara. War das vier Fullpara in Folge? Jesus. Sechsfachpara? Als ob, waren das sechs oder wie? Warte mal. Habt ihr das geklippt? Waren das sechs Stück hintereinander? Ah! We lost to Lul! We lost! Okay, guys, we lost. Nuzlocke vorbei, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, ja? Ich hoste euch jetzt mal zu jemand anderen rüber, der gerade auch streamt. Dann würde ich sagen, der Challenge ist vorbei. Wir haben es leider nicht geschafft. Ja. Monka S. Falscher Screen. Okay, never mind. Ja, das ist halt das Problem, wenn man seine Pokémon nicht heilen kann, ne? Wenn man seine Pokémon nicht heilen kann, kommt halt sowas bei rum. Was ist denn hier los? Okay. Da kommt halt sowas bei rum. Da wurde jemand überrollt. Ja, also Early Game, Roller hätte ich schon was gesagt. Walzer ist schon echt, tut schon echt weh. Immer sind halt Pokémon jetzt schon wieder geheilt. Der Resident Evil Veteranenmodus im Pokémon. Genau das ist er. Scheiße. Ist ja gar nicht mal so einfach, wenn man seine Pokémon nicht heilen darf. Ich habe mir mal sogar eine Challenge überlegt, die ich mal irgendwann im Stream machen will.
Ich hatte mal überlegt, ich wollte eine Nuzlocke starten. Jetzt werden sich einige denken, Nuzlocke, ja. Aber ich wollte eine Nuzlocke-Challenge machen, in der ich kein Pokémon-Center benutzen darf. Okay? Beziehungsweise vielleicht jedes Pokémon-Center einmal. Okay? Maximal einmal. So, dass man dann halt planen muss. Das hatte ich immer mal vorgehabt. Einfach so als Challenge. Weißt du, dann packst du dir halt ein gutes Spiel raus und dann setzt du das dann so in die Tat um. Also, hätte ich echt Lust gehabt. Dein Bett in deinem Zimmer, maybe. Echt? Funktioniert das so? Weil normalerweise war das in Gen 3 nicht so. Es sei denn, die haben das geändert. Unmöglich? Ja, unmöglich nicht. Unmöglich nicht. Ist auf jeden Fall möglich. Du musst dann halt nur strategisch rangehen. Weil das wird auf irgendwie blöd Bärenfarm hinauslaufen. Nee, nee. Du machst das dann natürlich so, dass du dir da irgendwie diverse Grenzen setzt. Ist ja klar. Aber so etwas in der Art habe ich mal vorgehabt, jedes Maus neu. Aber ich wusste nie, wie setze ich das um, wie mache ich das. Aber das hatte ich immer mal vorgehabt. Weil es gibt halt wirklich in den Nuzlocke-Statuten Leute, die haben das auch schon gemacht. Und ich hätte da auch sehr, 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 sehr Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Hey, Gebert, grüß dich. Just do it. Bist du insgeheim Nike-Influencer oder was willst du mir damit sagen, Aura? Oh, ich brauche neue Schuhe. Ich brauche neue Schuhe, by the way. Ich werde mir demnächst neue Schuhe holen, falls es jemand interessiert. Weil ich brauche welche für das aktuelle Wetter. Ich habe nämlich aktuell nur meine Boots und das ist dann halt bei warmem Wetter wie Anfang der Woche nicht ganz so geil. Welche? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Nikes. Mal gucken. Neue Sandalen? Ja, ja. Meine neuen Flipper-Slippers. Ja, Flipper-Slippers 3000. Sollte jetzt auch für Männer geben, habe ich gehört. I see. Pentapara, warte mal. Ich muss mir mal kurz den Clip angucken, Leute. Wie viele waren das jetzt hintereinander? Auch auf YouTube hochladen, okay? Ich ziehe mir die Streams runter. Okay, dann, wir zählen. Also, ich lade mir die Streams runter. Und ich werde die dann ein bisschen editieren. Cutten, okay, das war dann eins. Werde ich die auch nochmal auf YouTube dann hochladen. Okay. In einzelnen Parts dann. Yes. Das war zwei. Ich weiß, ihr seht es, aber ich zähle jetzt gerade einfach mit. Weil viele Sicherheit, Light, Platin, Nummer auf YouTube. Nummer drei. Nummer okay, vier. Das ist oh shit. Oh shit. Kann ich Nummer mal fünf. Clip, beziehungsweise Luke ausfindig machen. Nummer sechs. Total. Ich okay. Heute noch 112. Ich habe gerade sechs Full Paras hintereinander gehabt. Und jemand hat das geklippt. Kann mir jemand bitte jemand sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass man sechs Full-Paras hintereinander bekommt? Kann das mal jemand ausrechnen? Ja, danke. Und Mankurumu, hä? Fußspuren? Danke für deinen Resub, Mann, ja? Danke, danke, danke. Alter, Hexapara? Sechs Full-Paras hintereinander? Wie wahrscheinlich ist denn eine? Ich glaube, 25% war das doch, oder? War das in Gen 3 schon 25%? Hey, Gaudimann! Du hast aber auch eine Art, sowas magisch anzuziehen. Ist ja nicht das erste Mal passiert. Ja. Ich weiß, was du meinst. Was ist das? Das ist Central Train Station Welcome. Ist das eine Anlehnung an Full Metal Alchemist, wie gesagt? Central City? Müssen wir irgendwann in den Untergrund und dann kommt auf einmal Van Hohenheim. Ja, Fake Van Hohenheim. 0,024%, kann das sein? Seriously? Also hätte ich jetzt gerade Lotto-Millionär sein können? My boyfriend and I are off on a romantic holiday in Serenity City. Ja, cool, sorry. No spoilerino, please. Ich habe Pauline und Mario Tennis getestet. Was habe ich so verpasst? Was für Mario Tennis? Monka S. Du hast aber nicht viel verpasst. Wir haben eben sechs Fullparas hintereinander gehabt. Ja, es sind 0,024. Wow. My favorite Pokémon is Roselia. It's very fragrant and beautiful, but it's also strong in battle. Okay. Interessant, interessant. Mann, warum gibt es denn hier solche großen Riesenstädte? Das ist ja unfassbar. Okay. Wir reden einfach mal mit jedem. Ja,
dass wir das schon mal hier so ein bisschen hinter uns haben. Kann ja sein, dass der eine oder andere etwas Gutes droppt, wie zum Beispiel der hier, TM01, Focus Punch. Können wir vielleicht gebrauchen. Kannst du jetzt Bälle kaufen? Ich guck mal. Doppelt so wahrscheinlich wie 3 Black Knight Greatswords, by the way. Nee, ich kann noch keine Pokebälle holen. Ich glaube, dafür brauche ich noch den Pokédex. Knills versus Knills. Oh, Resident Sleeper. Vor allen Dingen kann man da ja noch gegeneinander Egelsab nutzen. Verzeihung. Roselia aka Rose Raid ist mein Lieblings-Pokémon. Echt, Justin? Beim FR alle Mons neu durch den Optimizer werfen? Ja, würde ich in der Regel nie empfehlen, außer du planst den ganzen Tag vorm PC zu verbringen. Dead Dragon. Sal Central. Gibt's eine Map? Oder haben wir schon eine Map hier irgendwo? Nee. Was ist dieses Pokémon? Alter Waver! Was geht? Mein vietnamesischer Bruder. Man kann auch keine Pokébälle kaufen, aber der alte Mann vorhin schickt einen erstmal einen Hyperball. Habe ich schon einen? Map heißt Karte und Karte heißt Map. Es gab mal ein lustiges Beispiel, was wir letztens in Englisch hatten. Wenn ein Englischlerner statt Karte Karte sagt, weil er das Wort Map nicht kennt, ja. Der Ausdruck dafür heißt, was war das? Word Coinage, glaube ich. So heißt das, wenn ein Lerner so etwas benutzt. War das Word Coinage? Ich weiß es nicht. Ja, egal, interessiert sowieso keinen von euch, ja. Ich weiß.